Was ich sagen will, der Kommission geht es in erster Linie um die Sicherstellung der Energieversorgung. Regelrecht blind, ohne dabei auf die Klimaerwärmung, diese Katastrophe, die auf uns zukommen wird, zu achten, ohne auf die Naturzerstörung, denn das ergibt sich auch daraus, dass die Kommission wieder auf einen sogenannten Energiemix setzt. Und in diesem Energiemix sind auch nachwachsende Energieträger enthalten. Nachwachsende Energieträger, also Mais, Raps, Nutzpflanzen, wertvolle Nutzpflanzen, die auf wertvollen Böden angepflanzt werden. Was hat das dann zur Folge? Riesige Monokulturen, die die Biodiversität noch weiter herunterbringen. Riesige Monokulturen, die unsere Landschaft verschandeln. Und auf der anderen Seite etwas ganz Wichtiges. Wir haben 820 Millionen Menschen auf der Erde, die täglich damit kämpfen, genug auf dem Teller zu haben. Alle 5 Sekunden stirbt auf unserer Welt ein Kind und wir Europäer und die Europäische Union wagt es, wertvolle Böden und wertvolle Nutzpflanzen, die eigentlich vom Mensch gegessen werden könnten, in Energie umzuwandeln, dass die reichen Europäer, auf gut Deutsch gesagt, ihren Arsch mit dem Auto von A nach B bewegen. Das ist für mich einfach skandalös. Hier muss die Linke eine klare, menschliche, humane Position einnehmen und dieser skandalösen Ausbeutung der Erde und aber auch Unterdrückung der armen Menschen auf dieser Welt, weil man stiehlt den Menschen die Lebensmittel, da müssen wir eine klare, linke, menschliche Position geben und sagen, Energiemix, Sicherstellung der Energieversorgung, ja, aber nein, in der Art und Weise, dass man über Leichen geht.